Jeder Einsatz beginnt mit dem Einlangen der Meldung in der Bezirksalarmzentrale. Notrufe werden zwischen den Zentralen Krems, Mödling und Amstetten aufgeteilt. Die Disponenten unterstützen einander in Großschadenslagen. Seit geraumer Zeit führen wir in der Bezirksalarmzentrale Krems eine Evaluierung des Einsatzleitsystems der Notruf Niederösterreich durch. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse fließen derzeit in die weitere Planung des Einsatzleit- und Kommunikationssystems, kurz ELKOS genannt, ein, welches gemeinsam mit dem Innenministerium beschafft wird. Das Landesfeuerwehrkommando rechnet mit einer Inbetriebnahme für die BAZ Krems Ende 2019, Anfang 2020. Niederösterreichweit ist das Einsatzaufkommen weiterhin steigend. Die Aufteilung zwischen den 5 großen Alarmzentralen ist aber nahezu gleichbleibend. Im Vorjahr hatten die Mödlinger um etwa 600 Einsätze mehr zu bewältigen als ihre Kremser Kollegen. Die Bedrohungslage birgt wenig Überraschungen. Technische Hilfeleistungen, TUS-Alarme, gefolgt von Fahrzeugbergungen, sind das tägliche Brot der niederösterreichischen Feuerwehren. Für die Feuerwehr Krems war 2018 das in absoluten Zahlen einsatzstärkste Jahr ihrer Geschichte. Damit konnte die größte niederösterreichische Feuerwehr den Spitzenplatz in der Einsatzstatistik erneut verteidigen. Die Disponenten der Alarmzentrale sind eine unverzichtbare Erweiterung unserer Einsatzorganisation. Mit ihrer strukturierten Vorgehensweise schaffen sie eine stabile Grundlage für eine echte Serviceeinrichtung für unsere Feuerwehren und die hilfesuchenden Bürger. 104 Brandeinsätze sowie 560 technische Einsätze, 52 Brandsicherheitswachen und 196 Fehlausrückungen summieren sich auf beachtliche 912 Einsätze. Damit rückt die Kremser Wehr nicht ganz dreimal pro Tag zur Hilfeleistung aus. Im Zuge dieser Einsätze gelang es, 111 Menschenleben zu retten. Demgegenüber stehen 11 Fälle, wo jede Hilfe zu spät kam.